Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Serverüberblick von unserem Comic Pack Set Server. Und ich fange oben in der Ecke wieder an. Bei Flamewrave, der ist, da ist noch nicht so viel passiert. Der hat seine Städte, glaube ich, aber auch von Anfang an noch nicht so richtig ausgebaut gehabt. Und dann sind hier halt so Sachen, dass andere Spieler halt da so ein bisschen mit reingehen, wenn irgendwelche Deadlocks sind oder so. Dann hat der Taurus hier einfach mal ein Schild hingesetzt, hat Bescheid gesagt, dass er da eine Kleinigkeit verändert hat. Hier wird immer noch mit VT95 gefahren. Die Fahrgäste, dann haben wir hier den Güterverkehr, der wird noch mit Dampflokomotiven betrieben. Also da ist noch ziemlich Hinterwäldler mäßig unterwegs dort für 1977. Das könnte man als DDR bezeichnen. Wobei die mit dem Strom ja schneller waren als die deutsche Bahn damals. Und hier wird dann halt ganz normal die Städte angeschlossen. Die Industrien sind angeschlossen. Es sind dann nur zwei Städte bei dem. Müssen wir mal auf die Karte gucken. Können wir uns das einmal angucken hier. Gucken wir mal nach hier oben. Ne, es sind drei. Hier ist noch Ettlingen-Wedel. Also da schon vier Städte sogar. Also ich bin der Einzige, glaube ich, dann, der wirklich nur noch drei Städte hat. Ne, der Taurus hat auch noch drei. Okay, weiter geht's. Dann gehen wir mal hier oben in Graz gucken. Da waren wir beim letzten Mal schon. Da ist ja der riesengroße Umschlagsbahnhof, in dem Sachen ausgetauscht werden. Ich werde mal anfragen, ob ich jetzt wirklich mal Wein geliefert bekommen kann von den Jungs. Und dann schauen wir mal weiter. Also die Städte hier wachsen. Hier wird das Ganze halt so ein bisschen mit den billigen Straßen beschleunigt. Dann geht das hier ganz normal weiter. Güterverkehr, hier sind auch schon neue Züge unterwegs. Teilweise immer noch im Dieselbetrieb. Das ist eher österreichisch angehaucht mit der RH. VT75 sind ja auch noch unterwegs. Und ja, ziemlich kleine Blockabstände. Meine sind ja bekanntlich immer ein bisschen größer. Hier wird in Doppeltraktion Hopfen durch die Gegend gefahren. Mit welchen Zügen? Das sind auch RH 2050. Gehen wir mal hier die Strecke ein bisschen weiter runter. Gucken uns das Ganze hier hinten nochmal an. Also teilweise noch alles so ein bisschen eingleisig. Stadtwachstum ist hier auch nicht unbedingt das größte. Da wird aber auf jeden Fall schon Post gemacht. Oben bei Flamewrave habe ich das jetzt noch nicht gesehen, aber hier wird es zumindest schon mal Post gemacht. Da werde ich auch demnächst mal irgendwann einsteigen, sobald meine Bahnhöfe mal umgebaut sind. Hier ist auch noch eine Dampflok unterwegs, sogar noch ein ziemlich altes Dampflöckchen. P6 mit den Umbauwagen. Eine AKN Typ VTE, die gibt es ja so nicht mehr in Hamburg. Die sind ja inzwischen alle verschrottet worden. Konnte man sogar eine kaufen für einen obligatorischen Euro für sich in den Garten zu stellen. Hier wird eine Dampflok von einer Diesellok angeschoben. Also hier sehen wir, dass hier Wert auf Abwechslung gelegt wird. Hier ist eine BR216 unterwegs. Und ja, sieht man, bei Cruiser wird halt auf Abwechslung gelegt. Hier ist ein Postzug mit der V100 unterwegs. Also hier ist schon gut Abwechslung unterwegs. Die ist aber, glaube ich, von Taurus. Und dann sind wir jetzt hier auch schon in Manhattan. Hier ist das Kohlekraftwerk, das einzige auf der Karte, das alle anderen Industrie momentan auch mit Strom versorgt. Güter- und Personenverkehr ist hier schon voneinander getrennt. Hier wird auch schon mit 230 gefahren, also mit 200. Ich glaube, das ist momentan die schnellste Lokomotive, die es gibt. Da ist ja eher der Engländer unterwegs mit 200. Und dann sind wir auch schon in Helsingfort. Hier sieht das ein bisschen nach Chaos aus, hat aber schon seinen Sinn und Zweck. Hier fahre ich nämlich mit ran und bringe meine Fahrgäste rüber. Und dann geht es noch hier runter. Dort ist Güter- und Personenverkehr noch auf einem Gleis zusammen unterwegs. Und dann sind wir auch schon in Tammerhof oder Hof. Und dort wird auch schon mit Post gearbeitet. Das heißt, es wird wirklich Zeit, dass ich auch an Post rangehe. Wie ich das Ganze mache, das weiß ich noch nicht. Ich mache Post normalerweise immer über die Straße, aber das muss ich auch nochmal klären im Chat, wie wir das Ganze machen. So, dann sind wir jetzt auch schon bei mir wieder hier drüben. Also mein Mann hat eine große Fläche bekommen, das habe ich gestern erst umgebaut. Hab den Bahnhof hier unten, der vorher hier unten war, den habe ich mal weggemacht. Und habe dann hier so einen Hochbahnhof hingebaut, damit ich den in die Stadt reinbekomme. Hier wächst dann auch schon so langsam die Stadt unter den Brücken durch. Und Straßenbahn hat Mannheim bekommen.
neue Busverbindungen. Also ich habe jetzt die Straßenbahn quasi als Ringlinie und die Busverbindungen als Tang als Durchschnittslinie, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und dann hält die Straßenbahn hier vorne an diesem Bahnhof hier unten. Das hier ist momentan die S-Bahn, die jetzt rüber nach Helsingfort fährt und die Fahrgäste zumindest aus Mannheim schon mal von Helsingfort abholt. Und dann fahren hier noch meine IC-Züge durch die Gegend. Das sind ja die 4010. Auch eine österreichische Zugkombination, glaube ich. Die fährt dann über Mannheim hinaus auch noch mal nach Helsingfort und nimmt dann alles mit, was noch mit nach Hamburg soll. Da sehen wir sie gerade. So, bei mir ist Güter- und Personenverkehr immer noch getrennt, nicht getrennt, sondern immer noch zusammen. Ich habe jetzt aber einen zweiten Hopfenzug mal losgeschickt. Ich habe hier auch schon Lagerhallen hingebaut, damit ich ein bisschen mehr Kapazität am Bahnhof habe. Und dann haben wir hier mein Hamburg, da habe ich den Bahnhof auch mal ein bisschen umgebaut. Ich weiß nicht, ob das schon in der letzten Folge zu sehen war. Vorher war der ja hier oben in der Ecke mit drinne. Der wird aber auch nochmal umgebaut werden. Ich warte nur darauf, dass die Stadt so ein bisschen wächst, damit ich so meinen optimalen Punkt habe, wo ich das reinsetzen kann, weil ich ja gerne die Bahnhöfe mitten in der Stadt haben möchte. Hamburg ist auf der Karte, glaube ich, auch die größte Stadt, das können wir mal hier schauen. 3530 ja, Bewohner hat die Stadt, hat ein Wachstum von 1,1. Und ja, da wird halt entsprechend, denke ich, auch mit Hamburg die erste Fabrik wachsen, wobei ich sagen muss, dass das Wachstum bei dem Serverspiel ein bisschen bescheiden eingestellt ist und deswegen halt auch nicht wirklich viel passiert auf der Karte. Da sind wir aber noch am Dazulernen, was das Optimale für eine Serverkarte ist. Hier kommt auch schon ein Bierzug an, der jetzt Bier abholt hier oben von der Brauerei. Und dann gehen wir die Strecke mal weiter. Die habe ich ein bisschen begradigt, ein paar Ecken rausgenommen. Das wird aber auch nochmal alles ein bisschen anders gemacht. Ludwigshafen ist die einzige Stadt, die bei mir noch keinen Umbau erfahren hat. Das werde ich aber heute in Angriff nehmen, sofern ich genug Geld zur Verfügung habe. Und ja, dann gucken wir mal weiter, wie das Ganze wird. Und dann gucken wir einmal in die Finanzen von den einzelnen Spielern rein. Muss ich mal gucken, wie ich das hier am sinnvollsten mache. Ich denke mal, so kann man das ganz gut machen. Also vom Barvermögen her ist Flembrave auf jeden Fall der reichste von uns allen. Ich lasse das mal alles so stehen, dann kann man das gut erkennen, wer wohin gehört. Also oben gelb ist die FNR, das ist Taurus. Der hat ein Gesamtvermögen von 48 Millionen. Dann haben wir 22 Millionen bei Cruiser. Bei mir steht es jetzt mit 24 Millionen Gesamtvermögen und 68 Millionen sind es denn bei Flambrave. Jetzt, dass ich Cruiser überholt habe, habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, der hat auch eine neue Stadt gegründet. Entsprechend ist der auch mit 50 Millionen abgesackt. Mal gucken, ob wir das hier bei ihm erkennen können. Irgendwo Ausgabenbau vielleicht. Ja, genau, hier hat er sich eine Stadt gegründet, 1975, die kostet dann halt 50 Millionen. Und deswegen habe ich den jetzt mal kurzzeitig überholt. Also am schlechtesten läuft es tatsächlich bei mir. Ich schaffe es nicht so wirklich, also ich mache ein gesundes Plus, aber ich schaffe es nicht so wirklich, ja, ein Vermögen anzuhäufen. Mag daran liegen, dass ich die Industrien am dichtesten beieinander habe, wenn ich das richtig sehe. Und ja, ich hätte hier oben Mannheim einfach auch nochmal ein ganzes Stück weiter nach oben setzen können. Dann hätte ich das auch alles ein bisschen auseinanderziehen können. Ich denke auch, dass ich hier oben die nächste Stadt irgendwo hin platzieren werde und dann gucken wir mal, wie das mit den Industrien weiterläuft. Ja, ansonsten sehen wir uns zum nächsten Serverüberblick irgendwann die nächsten Tage. Da ich jetzt ja wieder ja, aus dem Urlaub zurück bin quasi, mache ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr bei mir auf dem Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, denn wie immer ein gepflegtes Reingehauen, auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.